So. Gut, ich habe nur ganz kurz die Sheets offscreen aktiviert, die ich natürlich auch in der Beschreibung unten auch mit aufführen werde, zumindest die, die ich jetzt benutze. Es gibt, zu dem Spiel gibt es sehr viele Sheets, aber ich habe nur die wichtigsten herausgesucht. Ja. Eigentlich können wir jetzt schon mal anfangen. Und ich werde schon mal mit Absicht ein bisschen die Landschaft hier. Ja. Sind Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie da tun? Wenn Sie uns in feindliches Gelände schicken und wir uns verteidigen sollen, dann verwenden Sie den Befehl angreifen. Wenn wir aber das feindliche Feuer ignorieren und genau an die Stelle gehen sollen, die Sie anvisieren, sollten Sie den Befehl bewegen verwenden. Also, welche Order soll es denn jetzt sein? Die Order werden wir gleich sehen. Jetzt geht's rund. Ja, also, wie gesagt, ich werde es mit Absicht jetzt machen, weil es gibt ja auch schon hier gleich die ersten Gegner, nämlich da. Das war schon ein Zerg, ein sogenannter Zergling. Die maximale Geschwindigkeit habe ich hier auf 100, ne? Ja, gut. Los geht's! Los, los, los! Das sind noch weitere. Los geht's! Jetzt geht's rund! Ja. Los, los, los. Ich werde hier natürlich jetzt geht's rund. Auch versuchen, wie bei Warcraft 2 und 3, immer die Karte so gut wie es jetzt geht aufzudecken. Los geht's. Wahnsinn. Jetzt geht's rund. Los, los, los. Wahnsinn. Güter, bitte jetzt geht's rund. Raus. Wahnsinn. Los geht's. Jetzt geht's rund. Wahnsinn! So, sind hier noch ein paar? Jetzt geht's rund! Zerklinge? Wahnsinn! Ja oder nein? Los geht's! Jetzt geht's rund! Also ich hoffe, dass man mich gut verstehen kann, los, los, los. Dass der Sound jetzt nicht allzu laut ist. Los geht's. Oder ich zu laut bin, Wahnsinn. Das kann ja auch vorkommen. Los geht's. Aber ich hoffe mal, dass das angemessen ist, Wahnsinn. Die Lautstärke. Ansonsten kann ich es dann noch abändern. Los geht's. Das soll ja kein Problem sein. Los, los, los. Jetzt geht's rund. So. Wahnsinn. Hier oben sind doch garantiert noch Zerklinge. Jetzt geht's schon. Rund. Wahnsinn. Gut. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Jetzt geht's rund. Wahnsinn. Hier unten gibt's auch nichts mehr. Nee, gut. Los, los, los. Okay, dann kann ich jetzt ja bauen. Um zusätzliches Personal auszurüsten, müssen Sie über genügend Versorgungsdepots zur Unterstützung dieses Personals verfügen. Genau. Sie können WBFs verwenden, um zusätzliche Versorgungsdepots zu errichten. Genau, hier sind unsere Kapazitäten. Also so viele Einheiten können wir halt produzieren. 18 von 18 ist natürlich schon ein Maximum. Deswegen brauchen wir jetzt ein Versorgungsdepot. Benötige weitere Depots. Ja. Alles klar, Captain. So. Und jetzt kann ich auch ein paar mehr bauen. Was ist eigentlich hier unsere Aufgabe? 3 Versorgungsdepots bauen, eine Raffinerie und... Ah, okay, 100 Bespinkers durch den Sheet ist der... ist der schon erledigt. Ich baue noch ein paar WBF. Sofort, Sir. Befehle erhalten. So. Sofort, Sir. WBF Abflug bereit, Sir. So, noch eine Raffinerie. Also, es gibt ja Mineralien. Das ist halt unsere Währung hier. Auch bei den anderen Gattungen, bei den Zerg und Protoss, die sind hier immer gleich. Mineralien und auch das sogenannte Vespingas. Was wir hier beim Vespingas hier erhalten können. 5000 ist das Maximum. Wenn die Zahl 0 erreicht ist, dann ist es erschöpft und wir bekommen nur noch die Hälfte von den ganzen Vespingas. Melde mich zum Dienst. Und alles fertig. Damit ist die Vorführung zu Ende. Ja. Auf der Basis Marsara erwartet sie jetzt ein Buffet und auserlesene Getränke. Oh, das ist aber schön. Getränke sind immer hervorragend. Sehr schön.
Jawohl.